Es gibt mega Neuigkeiten, denn das allererste Gameplay von Gothic 1 Remake ist draußen, ist definitiv einen Blick wert. Außerdem gibt es auch Gameplay zu Titan Quest 2, was auch mega cool aussieht. Dranbleiben lohnt sich. Servus Gaming-Freunde, gestern Abend hatte THQ Nordic seinen Showcase für 2024 und sie haben neue Einblicke in zukünftige Games gezeigt und zwei davon waren richtig geil, passt natürlich perfekt auf meinen Kanal. Es wäre einmal das Gothic 1 Remake, wir haben das allererste Gameplay gesehen, das erste Spiel kam ja damals das Original 2001, soweit ich weiß, raus und jetzt wird das Ganze in der Unreal Engine 5 neu aufgesetzt und ich freue mich da wirklich mega drauf. In den vergangenen Jahren gab es da immer schon kleine Einblicke. Und jetzt gab es, wie gesagt, einen richtig fetten Trailer. Und den möchte ich euch mit zusammen natürlich anschauen. Außerdem werfen wir auch einen Blick auf Titan Quest 2. Denn der Titel erinnert mich so ein bisschen an Assassin's Creed Odyssey, weil es auch in der griechischen Mythologie spielt. Und das sah echt cool aus, auch vom Gameplay. Und das möchte ich euch natürlich nicht vorenthalten. Schreibt gern in die Kommentare rein, ob ihr die Gothics schon früher gezockt habt. Ich war auf jeden Fall damals zu jung. Oder ob ihr zum Beispiel auch Titan Quest 1 gespielt habt. Bin ich echt gespannt. Wir beginnen zusammen mit dem Gothic 1 Remake. Der Trailer ist leider nur auf Englisch, auf Deutsch habe ich nicht gefunden. Und ich werde mit euch immer wieder bestimmte Momente stoppen, wo es einfach einiges zu sehen gibt. Enough! Send him in! Gleich am Anfang sehen wir zum Beispiel, dass wir auch wieder schwimmen können. Welcome to the Valley of Mines, an immense penal. Hier auch der erste Moment, wie das aussieht mit der Stadt in der Mitte und außenrum dann diese riesigen Felsen, finde ich, sieht echt cool aus und ich bin gespannt, was man da alles entdecken kann. Ich habe auch, wie gesagt, noch nie in Gothic gespielt, aber bin gerade am Überlegen, weil es auf der Nintendo Switch jetzt auch in vor kurzer Zeit rausgekommen ist, also wirklich noch der erste Teil für 30 €, ob ich mir den nicht hole und einfach mal reinschaue, um auch den Vergleich zu haben, wo es dann einfach die Unterschiede zum Remake sind oder gibt. Colony. For the war against the orcs, the only undefeated enemies of the kingdom of Mirtana, the king needed ore to supply his armies. So every man guilty of a Ich finde auch, die Atmosphäre sieht in den Trailern immer richtig cool aus. Und es wirkt schon immer noch alles so ein bisschen oldschool, was mir persönlich einfach extrem gut gefällt. Crime, no matter how insignificant, was forced to work in the ore mines of Corinnes. To make it impossible for them to escape, the king sent out his best magicians to create a magical barrier around the entire valley. But something disturbed the creation of the barrier, trapping everyone inside. The convicts revolted. To control of the colony, they divided into Hier finde ich auch eine coole Szene, wie es da eben in dieser Stadt aussieht. Ich frage mich, was in dem Loch drin ist. Three camps. The old camp is satisfied with the current situation. As long as they deliver the ore, the king supplies them with everything they need. The new Auch das finde ich sieht cool aus. Gerade mit diesem Steinkreis da unten, glaube ich, in der Mitte. Oder ist es auch eventuell ein Loch? Camp, however, thinks they can use the ore to blow up the barrier. And then there is the sect from the swamp. They believe that a Atmosphäre auch wirklich im Trailer sehr, sehr düster, aber finde ich mega cool. Mysterious new deity will free them from their prison. Thus begins your journey in the open world of the Valley of Mines. Creating Gothic Remake, we focus on the four pillars that we consider the core of the series. Simulation of a living world. Exploration, story, and combat. Like the original 2001 title, Gothic Remake is set on creating an immersive and realistic world. Enjoy a complex life simulation on a scale hardly ever seen before in a video game. During the day, the inhabitants of the colony carry out a variety of activities, while nature, rich in all its diversity, Auch das Monster so cool, bisschen krokodilmäßig, aber hat auch wie so ein Hund etwas oder wie so eine größere Echse. Gives out its own rhythm. All this gives the impression that this world can exist without the player. Kobolde?
Explore the colony on your own and enjoy the unprecedented freedom this open. Das ist übrigens unser Charakter, den wir jetzt auch zum ersten Mal gesehen haben. World offers. In true RPG fashion, you decide. Auch das fand ich gerade richtig krass, die Szene. Wirklich komplett dunkel, wenn man keine Fackel hat. Es gewittert oder donnert oder blitzt, eher gesagt. Und dann ist die Umgebung richtig hell. You decide when and where you go next. Meet numerous interesting characters, understand their inner motivations, and earn their respect by completing a series of elaborate quests. How you solve or handle their... Hier haben wir jetzt auch einiges an Gameplay. Und ich bin wirklich gespannt, wie es sich vom Gameplay spielt. Es sieht manchmal jetzt im Trailer so ein bisschen unsmooth aus, aber es ist natürlich jetzt auch noch nicht fertig. Und mal schauen, wie es sich dann spielt. Werdet ihr vielleicht selber sehen vom Schlagen her. Wirkt es jetzt, wenn man es nicht selber spielen kann, manchmal so ein bisschen seltsam. Problems depends entirely on your choice. Bogenschießen ist übrigens noch am smoothsten, wenn man das sieht, wenn die Pfeile rausschießen. No matter when, in what order, or if you do anything at all, the game will always respond appropriately to your decisions. Experience a complex and demanding combat system. Zum Beispiel jetzt irgendwie sehr langsam, wie sich dann selber anfühlt, bin ich dann echt gespannt. With satisfying character progression. Overcome your opponents using a variety of melee weapons. Eliminate them from a distance or learn the arcana of magic. Wo ich auch echt drauf gespannt bin, ist Magie. Sieht auch wirklich sehr gut aus vom Gameplay. Remember that each type of weapon behaves differently. Its effectiveness depends on training. We're aware that when creating a remake of a beloved title, it is hard to live up to the expectations of its long-term fans. However, we feel there is room to develop the experience further by telling new stories from the colony and expanding on those that diehard fans have known for more than two decades. We are also focusing our attention on enhancing many aspects of... Ich finde, das Spiel hat auch wirklich in diesem Trailer, jetzt in dem Gameplay-Trailer, eine richtig geile Atmosphäre. Es wirkt für mich auch so ein bisschen urig. Und ich habe mega Bock, einfach das Spiel zu erkunden und zu schauen, was man dort alles erleben kann. Gameplay, such as diverse NPC routines and reactions, more complex crafting and more... Auch hier irgendwie Zaubertränke brauen, mega cool, auch mit dabei. More rewarding character progression. Despite the passage of time, Gothic remains in the hearts and minds of many players. With the possibilities of Unreal Engine 5 and a variety of modern features, Gothic Remake will soon re... Klettern können wir auch. ...kindle that love. Whether you've been a loyal fan for years or are just looking for a true RPG experience, welcome back. Ich finde die Landschaft oder allgemein die Szenen, die man gesehen hat, ja, die Orte und so, finde ich mega cool designed. Sieht einfach geil aus. To the colony. Was wir leider noch nicht bekommen haben, ist immer noch kein Release-Datum. Ich bin mir echt gespannt, wann dieses Spiel rauskommt. Ich kann mir aber irgendwie vorstellen, dass es so 2025 erscheint. Ich habe jetzt auch nicht separat nachgeguckt, ob da irgendwo schon mal in die Richtung irgendwie eine Info gab, ob es noch 24 kommt. Aber ich kann es mir irgendwie nicht wirklich vorstellen. Und was auch cool ist, es ist auf PC, PlayStation 5 und auf Xbox Series X und S. Somit sehr, sehr gut abgedeckt auf allen großen Plattformen, was auf jeden Fall top ist. Ich bin gespannt, was ihr zu dem Titel in die Kommentare reinschreibt. Wie ihr schon gerade gesehen habt, freue ich mich echt richtig drauf. Schon die letzten Trailer, die ich gesehen habe, waren extrem cool. Und dieses Setting, einfach dieses Urige, dieses Düstere, habe ich mega Bock drauf. Weiter geht es mit Titan Quest 2. Wie gesagt, spielt in der griechischen Mythologie und ich finde, es sieht auch mega cool aus. Let's go! Hier seht ihr schon, dass das Bild natürlich eher von oben ist. Auch das, wo ich das hier gesehen habe, fand ich mich direkt an Assassin's Creed Odyssey erinnert. Von den Häusern her halt, weil es die griechische Mythologie ist. Mega cool, bin da auch absoluter Fan, ist einfach ein mega krasses Setting.
Hier sieht man zum Beispiel verschiedene Rüstungen. Gut, es war jetzt nur eine Rüstung, man sieht aber gleich noch mehr, die schalten ein paar durch irgendwann im Trailer. Und es steht auch unten dran, man kann eben dann seinen Hero, man kann eben verschiedene Builds bauen, bin ich echt gespannt drauf. Vom Gameplay her, was man jetzt hier sieht, finde ich die ganzen Effekte ein bisschen, könnten für mich persönlich krasser sein von den Animationen. Ist ein bisschen schlicht, finde ich, gehalten. Aber auch hier muss ich sagen, es erinnert mich irgendwie an Diablo. Wir haben aber hier ein Action-RPG. Hier sieht man zum Beispiel, dass eben ein bisschen was geskillt wird. Und was eben schön ist, es gibt halt auch unterschiedliche Waffen. Also jetzt hier als Magier unterwegs, davor als Schwertkämpfer. Sollte für jeden wahrscheinlich was dabei sein. Loot-System sieht man auch unterschiedliches, ne? Gelber Loot, grüner Loot. Mal gucken, was es dann noch in der Zukunft geben wird. Hier zum Beispiel jetzt der Kollege mit dem Bogen unterwegs. Ja, und hier sieht man eben jetzt verschiedene Rüstungen schnell durchgeschaltet. Und ich muss ehrlich sagen, die sehen richtig schick aus. Dann hier scheinbar ein Bossfight. Er kämpft auf jeden Fall hier länger, der Spieler gegen den Gegner. Vermute ich jetzt einfach mal. Man sieht natürlich kein HUD, alles ausgeblendet. Aber wenn Bossfights dabei sind, finde ich persönlich auch noch richtig geil. Kurzer Trailer, ich fand ihn aber auch mega cool, also beide Spiele habe ich wirklich Bock drauf und bin auch in der Zukunft daran interessiert, weiter dran zu bleiben und mir natürlich dann die neuen Trailer etc. anzuschauen und mal schauen, was wir da erleben dürfen. Schreibt mal gerne in die Kommentare rein, was sagt ihr zu den zwei Spielen, ist das was für euch oder sagt ihr, nee, beide Spiele oder ein Spiel werde ich mir auf jeden Fall nicht geben, aber für mich gerade das erste, das Gothic 1 Remake vom Setting her, Open World, Action RPG, mega cool. Und auch das zweite, von der Ansicht von eher von oben, finde ich vollkommen in Ordnung bei Titan Quest 2. Und gerade die griechische Mythologie finde ich halt für mich persönlich auch sehr ansprechend und freue mich auf beide Titel. Ich hoffe, ich konnte euch mit diesem Video etwas Cooles zeigen. Wenn ja, lasst einen Daumen nach oben da. Und ansonsten wünsche ich euch ein richtig geiles Wochenende. Ich bin weg. Ciao. Macht's gut.